みなさん、チャンネルようこそ。サンドラです。楽しんで始めましょう。Das Thema Firma, also Kaisha. In Japan ist die Gewichtung zwischen ich als Arbeitnehmer und der Firma und dem Beruf, den ich habe und dort ausübe, ganz anders. Also es ist ein ganz anderes Verhältnis, ein total anderes Verhältnis. Denn man identifiziert sich als Arbeitnehmer mit der Firma an sich. Dabei ist es dann egal, ob ich jetzt nur Hausmeister bin oder nur eine Schreibkraft oder im Vorstand arbeite. Das ist grundsätzlich so. Das sagt mir schon mal einfach aus, dass hier jetzt die Identifizierung aus meiner Sicht mit den Berufen neutral ist. Ja? Egal, ob es jetzt die Kollegin ist, die oder die Person, die auch dort arbeitet, jetzt der Hausmeister ist oder der Vorstand. Es geht darum, zentral, welche Firma ist es denn, wo ich da arbeite. Ja? Das ist so der Hauptpunkt. Deswegen ist es auch meist so bei den Bewerbungsgesprächen oder ja eigentlich schon grundsätzlich, dass gar nicht erst groß geguckt wird, was hat man denn wie gut studiert, sondern ah, der war auf der und der Uni, der hat es geschafft, muss ja gut sein. Na, so, das sind so diese Auswahlkriterien. Dabei finde ich, Theorie und Praxis ist immer noch ein Unterschied. Grundsätzlich, Firma, Feierabend ist ein Fremdwort. Es ist so, dass die ungeschriebene Regel gilt, vor dem Chef da sein, vor dem Chef gehen. Ein Chef kann in einem Büro zum Beispiel ja, da bleiben, bis er halt gehen will. Und das ist meist dann auch erst um 12, also weit über, sagen wir mal, den 8 Stunden, die wir haben. Alles drüber sind ja Überstunden. Und diese Überstunden gelten in Japan als höfliches Muss, was aber auch nicht bezahlt wird. Ja? Also wenn der Chef noch da ist, guckt man, dass man selber einfach auch noch da bleibt. Natürlich, manche gehen auch früher, klar. Dann ist es so, im Arbeitssystem ist es eher so mehr Quantität statt Qualität. Hauptsache viel gemacht, aber ob es überhaupt nötig ist oder so, spielt nicht ganz so eine Rolle. Ja? Wir müssen uns im Hinterkopf behalten, dass immer die Harmonie der Gruppe, ja? Ja. Japaner haben das Gruppendenken, dass die Harmonie der Gruppe einfach da ist und dadurch muss man einfach schauen, was will die Firma. Das ist schwer zu erklären. Nur so kann man dann halt auch der Firma zur Entwicklung beitragen, wenn man sieht, oh, in der Firma sind alle immer grundsätzlich schon 3 Stunden länger da, da wird viel geschafft. Da gibt es auch viel zu tun, da gibt es viele Aufträge.
Das ist natürlich dann nach außen auch wieder viel positiver. Und dann will das die andere Firma machen und dann gibt es dieses Konkurrenzding und dann will aber die andere Firma wieder besser werden und so weiter. Also Arbeitsende ist so meist 22 Uhr oder sogar eben halt noch später. Und meist ist es ja so, dass man mit dem Chef, Abteilungsleiter oder so in kleiner Runde auch immer noch ein Bierchen trinken geht und nachts fahren dann irgendwann keine Bahnen mehr. Ich glaube schon ab 0 Uhr. Bei uns ist es meist noch so um 1 herum, dass die letzte Bahn fährt oder Zug oder so. Und dann gibt es vielleicht noch so Nachtmöglichkeiten, außer Taxi jetzt zum Beispiel, dass man sich da noch fortbewegen kann. Aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ja gut, vielleicht ist es schwierig zu sagen, ob es um diese Uhrzeit geht, wenn da jeder so spät Feierabend macht. Kommt man grundsätzlich mit dem Auto, Bus, Taxi und so auf den Straßen kaum vorwärts und man soll ja die Bahn nehmen. Auch wenn man jetzt im Urlaub dort ist, wird es dann einfach empfohlen. Ja, gut, so Arbeitsende 22 Uhr oder später. Arbeitsbeginn ist dann vielleicht einfach so um 10 Uhr oder 9 Uhr. Bei uns ist es ja irgendwie ziemlich fest, dass normalerweise 8 Uhr so Beginn ist. Büro, so im Durchschnitt ist es meist 8 Uhr. Bei den Läden in der Stadt ist es logisch. Klar, weil ja alle morgens arbeiten sind, macht es ja keinen Sinn, wenn ich jetzt meinen Beauty-Shop oder meinen Kleiderladen auch schon um 8 aufmache, wenn keiner kommt. Ja, dann macht man später auf. Solche Läden in der Stadt machen meist so um 10, 11 rum auf. Ja, das macht Sinn. Zurück zur Firma. So, die Leute arbeiten lang, keine Bahn fährt mehr. Dann gehen sie in Cafés, also Internetcafés, wo man auch dann schlafen kann oder so Kapselhotels. Dann sieht man sich in der Familie einfach halt dann seltener. Oder nur ein paar Stunden in der Woche, das gibt es sogar auch. Denn wenn man einen langen Arbeitsweg hat, und die Bahn ja nicht mehr schafft, macht es keinen Sinn, nach Hause zu fahren, um, wenn man zu Hause ankommt, gleich wieder ins Geschäft zu fahren. Dann kann man die Stunden, wo man dazu gebracht hat, dann auch schlafen. Und das ist auch sehr wichtig. Was sogar noch möglich ist, dass man sogar mehrere Tage am Stück in der Firma ist. Also, ich meine, es gibt manche Firmen, die einen hauseigenen Schlafbereich haben, oder verwechsel ich das jetzt gerade? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ob es jetzt wirklich welche Leute, ob es wirklich Leute gibt, direkt am Schreibtisch schlafen, das kann ich jetzt so auch nicht bestätigen, aber das wäre halt meine Überlegung, wenn es heißt 3 Tage am Stück in der Firma. Das ist einfach auch hier wieder eine Art Problem. So, ich habe ja schon erwähnt, dass hier mehr Quantität teilweise ist wie Qualität. Dann ist es so, dann gibt es diesen Stichtag in der Woche, was der Freitag ist, wo vielen dann einfällt, halt, wir müssen noch das und das zu Ende machen. Ich verstehe nicht, dass rumsitzen. Sonst würde der Druck auf Freitag ja eigentlich, finde ich, nicht zustande kommen, besser aussieht oder auch positiv dann gewertet wird, weil dann könnte man doch diese Arbeit machen, dass man am Freitag nicht so diesen Stress dann hat, wo man dann sagt, nee, das muss noch gemacht werden. Und der Montag ist dann wieder sehr entspannt. Montag ist auch bei uns teils sehr entspannt. Das ist immer der Tag, wo bei mir jetzt zum Beispiel im Vigimatic Atelier Post gar nicht kommt.
Also am Montag brauche ich nicht in den Briefkasten gucken. Das ist, wenn dann nur Werbung. Da kommt dann gar nichts, beziehungsweise ins Postfach. Ich habe ein Postfach. Da reicht es dann, wenn ich dann am Dienstag wieder gehe. Ja? Gut, Montag ist entspannt. Da könnte man doch aber auch schon mal ein bisschen vorausarbeiten, dass dann der Freitag halt nicht so knapp ist. Ja, es kann ja durchaus sein, es kommt irgendwas Großes rein, ja, was hier Priorität und Wichtigkeit hat und dann muss das noch am Freitag sein, weil die wollen es vielleicht am Samstag schon haben. Das muss am Freitag noch raus oder das muss noch irgendwie überarbeitet werden von einer anderen Stelle und die brauchen das am gleichen Tag noch. Das ist natürlich klar. Naja, kommt drauf an, ja, Redaktion oder sowas. Ja, letztendlich hat das Arbeiten in einer japanischen Firma einfach Vor- und Nachteile. Ja? Der größte Vorteil ist natürlich die Firma an sich, in dem man arbeitet, weil das einfach Ansehen nach außen ist. Der Nachteil ist aber, um das Ansehen der Firma weiterhin zu steigern oder so, diese Überstunden. Ich möchte irgendwie ein anderes Wort dafür haben, weil Überstunden ist ja bei uns so ein Muss, was selten ist und eigentlich dann auch vergütet wird und dann auch mit Rücksprache, ja. Entweder wird es vergütet oder man sagt, oder der Chef sagt dann, ja, heute 2 Stunden länger ist wichtig, eine Frist läuft oder so, kommen Sie morgen die 2 Stunden später oder gehen Sie morgen die 2 Stunden später. Ja? Das ist ja alles auch kein Ding, da ist man ja flexibel. Ja, aber diese Überstunden, das ist einfach, ich finde, das ist so ein Schnitt in das Privatleben, ja. Man sieht die Familie dann einfach nicht, weil es dann auch so weite Anfahrtswege sind, dass man einfach nicht mehr so auch nach Hause kommt, ja. Es ist echt hart. Also, ich glaube, selbst der größte Workaholic hier im Westen bei uns würde das vielleicht nicht mal packen. Ja, es gibt ja Kadoshi und Suizid und sowas daraus dann folgt. Ja. Kadoshi ist der Tod durch Überarbeitung. Da stirbt man wortwörtlich auf dem Bürostuhl weg. Kann sein, man sitzt, arbeitet und plötzlich pfiuh, Pumpe aus. Und das war's dann. Ja, das jetzt eigentlich zu einem Thema Firma, wo Feierabend nicht existiert. Bis dahin, tschüss.